Ja, ich hatte schon mal so ein kleines bisschen angekündigt, dass du selber das Spiel auch runnst. Soll ich mich kurz vorstellen? Ja, jetzt kannst du dich kurz Jetzt vorstellen, kannst du. genau. Genau, ich bin Räubersch. Ich bin noch relativ neu in der Speedrunning-Community. Ich habe erst dieses Jahr angefangen, überhaupt selbst zu runnen. Also verfolgen tue ich Speedrunning schon länger, aber oh, jetzt geht der Run auch schon los. Ich bin momentan bei Any Percent Platz 3 und bei den anderen beiden Kategorien. Was? Geht schon los? Ah, nee, es werden noch die Partner vorgestellt. Genau. Dann Ähm, kannst du in genau, Ruhe noch Schluss, zu Ende genau. reden. Bei den anderen beiden Kategorien sind jetzt meine Läufe gerade noch in der Verification, aber da werde ich dann auf Platz 4 erstmal rauskommen. Aber ich habe schon noch den Ehrgeiz, das Podest in allen Kategorien dann zu halten. Okay. Muss auch sagen, also Pedestrian ist ein sehr einsteigerfreundlicher, sehr einstiegsfreundliches Spiel zum Speedrun. Also gleich schon mal der Aufruf an alle. Ja, wenn ihr genauso wie ich da reinkommen wollt, überhaupt mal in Speedrunning und sowas, Pedestrian. Relativ kurze Läufe für Any Percent. Nicht so viele Glitches, die man irgendwie erst langwierig lernen muss. Man kann sie so Stück für Stück voranarbeiten. Dann Okay. sage ich schon mal viel Spaß und bis später. Jo, bis dann. Da sehen wir auch den guten Paulister, den ich Der eben mich auch schon überhaupt mal erst zum kurz. Speedrun gebracht hat. Achso, ach, hat er? Hat Cool. er. Er hat mit seinem Run letztes Jahr mich motiviert, das auch mal zu probieren. Ah, das war auch Pedestrian Das war jetzt, auch ne? Ja. Pedestrian, ja. Kann das Wort gerade nicht aussprechen, Entschuldigung. Okay. Nee, Paulister ist ja generell ein sehr sympathischer Mensch. Ja, super, ja. Er ist Es kommt bei. erstmal sein Incentive. Ja, stimmt, das Hot Sauce. Möchtest du kurz erklären, was es damit auf sich hat? Mit dem Incentive? Ist ja, glaube ich, sehr schnell erklärt. Naja, ich weiß nicht, wie er selbst auf die Idee kam, sich jetzt noch weitere Strafen selbst hinzuzufügen, weil er hat ja bisher jedes Milestone verloren, aber wahrscheinlich ist er auf den Geschmack gekommen, Strafen sich zu geben. Oh, und auf einem Tuckkeks oder was ist das? Sah zumindest danach aus, ja. Muss ja ein bisschen was im Magen ankommen, die frühe Zeit. Genau. Oh. Spannend ist jetzt, ist das andere Incentive noch erreicht worden, dass noch mehr Freude haben an der Soße. Moment, da kann ich mal kurz reingucken. Finde ich das so auf die Schnelle jetzt? Dann selbst mal kurz gucken. Achso, hast du den Link da irgendwo offen jetzt? Ansonsten Ja, ich habe hätte ich ja den schnell dafür rausgesucht. Also. nee, wir sind nur bei 200 von 500. Ich glaube nicht, dass es das noch erreicht wird. Und was wäre das für ein Incentive noch gewesen? Das Gleiche, nur dass noch seine Freunde auch dran teilhaben dürfen. Ah, okay, wow. Wer auch immer sich dann als Freund von ihm bezeichnen würde. Dem Moment hat er plötzlich gar keine Freunde mehr. Genau, es gibt nichts Besseres als Hot Sauce morgens um 4:15. Ja, du, es ist richtig, um den Tag zu starten. Du bist auf jeden Fall wach. Das stimmt. So, er Aber hat ihr schon das seht Spiel schon gestartet. mal. Es läuft immer das Intro, das ist Grundregel vom Run. Man muss das Intro einmal komplett ablaufen lassen und auch am besten noch vorher zeigen, dass man seinen Spielstand gelöscht hat. Kurz zum Spiel, weil jetzt der Run, glaube ich, auch anfängt. Pedestrian ist ein 2,5D-Plattformer, Puzzle-Plattformer. Also wir laufen nicht nur rum. Wir müssen auch überhaupt erstmal das Level so gestalten, dass wir es zu Ende bringen können. Und die Zeit wird dann loslaufen, sobald diese kleine Bleistiftstrichfigur da unten sich bewegt. Oh. Ich Aber er scheint sehe. gerade erst noch sein Frühstück zu machen. Sie übrigens am unteren Rand gerade eine 50-Dollar-Spende von dir. Ja, War das für genau. das Incentive? Das war für das Incentive, ja. Ah, okay. Aber danke natürlich dafür. Im Namen der Alzheimer-Fonden. So. Und es geht los. So, die erste Entscheidung haben wir gleich zu Beginn, nämlich nehmen wir die weibliche und die männliche Spielfigur. Wir entscheiden uns für die weibliche. Das wird später noch interessant, denn wir können damit an Laserstrahlen vorbeigehen. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt Laserstrahlen in diesem Spiel. Und Grundprinzip ist, wir sind diese kleine Figur, die in diesen ja, Schildern oder auch Whiteboards oder auch Pinboards drin rumläuft und springt. Und am Anfang sind natürlich noch die Tutorial-Levels da.
Man sieht schon, es gibt jeweils einen Ausgang, einen Eingang. Es gibt manchmal auch mehrere Eingänge, Ausgänge. Und der Clou ist eben, dass man auch einen sogenannten Baumodus hat, so wie hier zum Beispiel. Das heißt, man kann die Puzzlestücke noch hin und her verschieben und muss die Türen jeweils miteinander verbinden und so sich quasi den Weg zum Ausgang schaffen. Und man kann nicht nur horizontal, man kann auch vertikal hier entlang gehen. Mhm. Und es gibt noch diverse weitere Spielelemente, die wir alle noch kennenlernen werden. Das sieht schon mal sehr interessant aus. Aber wie immer, es steigert sich ja. Mhm. Ist übrigens ein wahnsinnig liebevoll gemachtes Spiel, auch ein wahnsinnig schöner Soundtrack. Also wer auf so Urban Jazz steht, herrlich. Okay. Das werde ich mir auf alle Fälle mal ein bisschen intensiver angucken, das Spiel. Ich finde das Konzept sehr interessant. Genau, man sieht auch schon, wir haben jetzt hier schon den Schlüssel bekommen, mit dem man Türen aufschließen kann. Den packen wir auf unserem Rücken. Da ist der zweite Hinweis zum Thema Laserstrahlen skippen. Dann das kommt dann nachher zugute. Und man sieht hier schon, es fängt so ein bisschen an, dass sich Knoten im Gehirn bilden, dass man irgendwie mal so kreuz und quer durch die Puzzlestücke springen muss. Und gerade was dann auch Speedrunning angeht, gibt es natürlich dann noch so ein paar Kniffe, nämlich die Zeit, die man braucht, um zwischen den einzelnen Puzzlestücken hin und her sich zu bewegen durch diese Verbindung, hängt halt davon ab, wie weit die Verbindungen voneinander entfernt sind. Also je näher die Puzzlestücke aneinander liegen, so schneller ist man. Und das führt dann manchmal zu so Schielblüten, wie hier haben wir übrigens mal den ersten kleineren Skip. Das heißt, wir lassen den einen Schalter da liegen, sind einfach schnell, indem wir über die Plattform schon springen, während sie noch nicht ganz unten ist. Jetzt wird's interessant. Schafft er es aufs erste Mal? Oh, er schafft es aufs erste Mal. Hier kann man natürlich schon, wenn man irgendwo hängen bleibt, Zeit verlieren, indem man warten muss, bis dieser Poller einmal gesamt hoch und wieder runtergefahren ist. Mhm. Alles so Sachen. In einem Any%-Run wäre das hier schon im Prinzip, wenn das schief geht, ein Restart. Okay. Also so optimiert ist das Ganze auch schon. Ja, es ist... Man merkt, also... Es ist so, irgendwann habe ich so einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, wie soll ich denn jetzt noch schneller werden? Ich habe doch eigentlich alle schon die Route perfekt und alles. Und dann hängt es tatsächlich davon ab, wie schnell man halt mit der Maus die Puzzlestücke zum Beispiel sich hinzieht. Das sind immer Zehntelsekunden, die man da spart, aber auf die Länge des Runs gesehen läppert sich das. Und genau. Da macht Kleinvieh Mist, das ist tatsächlich so. Auch hier zum Beispiel, ich habe gesagt, die Verbindung zwischen den Puzzlestücken hat Einfluss damit, wie lange man braucht, um zwischen denen sich zu bewegen. Das heißt, es kann durchaus Zeit sparen, nochmal in den Baumodus zu gehen und die Puzzlestücke neu anzulegen oder neu hinzurichten. Mhm. Weil wenn man sie so stehen lassen würde, dass zwar die Verbindung da ist, dann würde das schon zu lange Zeit kosten. Das ist jetzt hier bei All Levels alles nicht so das Drama, weil wir reden noch von ganz anderen Skips und Tricks, die man machen muss. Hier kurz, man sieht den Gameboy da unten. Das ist unser quasi Mitspieler in diesem ganzen Spiel. Den müssen wir mit einzelnen Komponenten bestücken und immer weiter ausbauen. Jetzt haben wir gerade die Batterie da reingelegt und die Komponenten, die wir da unten reinpacken, dienen auch dazu, im Spiel weiterzukommen, weil die zum Beispiel irgendwelche Tore öffnen oder Schranken öffnen oder alles so. Also wir müssen quasi die Komponenten da reinlegen, wenn wir weiterkommen wollen. Mhm. Außer bei zwei Skips, die wir in dem Spiel noch sehen werden, da umgehen wir das Ganze. Wallace hat anscheinend Hunger. Oder ist auf den Geschmack gekommen, ich weiß nicht. Wir haben übrigens gerade schon den ersten Laserstrahl gesehen. Ich finde es generell interessant, dass man quasi auch mit der, in Anführungsstrichen, Außenwelt interagiert. Also wir sind ja eben in einem Fahrstuhl gewesen, mussten halt warten, bis der realistische Fahrstuhl halt hochgefahren ist, bevor wir in den Puzzlestücken dann weiterkommen konnten. Ja. Überhaupt, wenn man das Spiel längere Zeit spielt, also am Anfang hat man das noch nicht so, ich habe es ja zuerst casual durchgespielt, da hat man das noch gar nicht so auf dem Schirm, aber im Prinzip erzählt das Spiel auch eine Geschichte. Man hat ganz am Anfang, wo wir noch im Büro waren, gesehen, dass da ein Bild von einem Boot auf einem See hängt und das wird nachher nochmal interessant werden. Oh, okay. Aber ja, es sind sehr viele Eindrücke, der Run ist relativ schnell.
Das Spiel lebt natürlich davon, dass man, wenn man es casual spielt, erstmal die ganzen... Hier sieht man jetzt übrigens den... Er hat es First Try geschafft. Paulister, du bist super, aber ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass du es nicht im ersten Mal schaffst, dass ich es erklären könnte. Ja, jetzt muss ich es retrospektiv machen. Man hat gesehen, er hat den Schlüssel auf dem Rücken und der Schlüssel selbst dient dazu, den Laserstrahl zu blockieren. Und wenn wir uns, während man quasi direkt neben dem Laserstrahl ist, sich dreht, dann dreht sich quasi der Schlüssel nicht mit, sondern der bleibt auf der Stelle stehen und blockiert weiterhin den Laserstrahl. Und wenn man schnell genug ist, dann kann man quasi unter dem blockierten Laserstrahl einfach drunter durchlaufen mit dem Schlüssel auf dem Rücken und hat so die Stelle quasi hier geskippt. Das geht aber nur, wenn man die weibliche Spielfigur nimmt, weil die ein Kleid hat und damit die Bounding Box von der Spielfigur breiter ist als bei der Mann. Oh, okay. Nur deshalb das Ganze funktioniert. Deswegen, hier sind mal Frauen an der Macht, was das Spiel angeht. Okay. Aber es soll eigentlich keinen Unterschied machen, denke ich mal. Also so von den Designern zumindest sollte es eigentlich keinen Unterschied machen, ob man männliche oder weibliche Figur spielt, denke ich mal, ne? Nein, das ist rein für Speedrunning relevant. Okay. Ansonsten ist das nur, ob man mehr aufs Frauenklo oder mehr aufs Männerklo gehen möchte, weil die Figuren, die wir hier spielen, die kennen wir ja alle von den entsprechenden Bildern auf den... Genau, diese stilisierten. So, hier haben wir jetzt den ersten richtigen Skip. Man sieht schon, es ist jetzt die... Okay, nicht erschrecken, er macht jetzt automatisch, er macht jetzt absichtlich das Spiel einmal aus und startet es wieder. Mhm. Er schafft jetzt gerade alles First Try. Es ist sehr schwierig, am besten hätte ich jetzt hier so einen Replay-Button. Also die Idee ist, dass... Oh Gott, das sind jetzt viele Sachen auf einmal zu erklären, aber wir haben gleich noch Zeit, das in Ruhe zu machen. Er hat jetzt einzelne Komponenten, die Kiste und die Batterie, aufeinander gestapelt, sodass die in dieser einen dicken Plattform reinklippen und damit wird die Kollision ausgeschaltet. Und man kann quasi, wenn man von unten durch diese Objekte durchspringt, diese Kollision auch umgehen, sodass man quasi von unten durch die Plattform nach oben kommt. Diesen Skip gibt es nochmal in einer etwas verschärfteren Variante, sodass man das Spiel nicht neu starten muss, sondern direkt durchkommt. Dann muss man auch noch ein bisschen mehr umbauen und das ist ein bisschen anfälliger, dass das nicht klappt. Deswegen hat er das natürlich jetzt hier für den Marathon nicht gemacht. Ah, okay. Also eine Marathon-Safe-Thread quasi. So ein bisschen, ja. Okay. Weil das, was er gerade gemacht hat, klappt eigentlich immer. Die andere Sache, da muss man zum Beispiel dann zuerst die Batterie und dann die Kabeltrommel, die er da noch hatte, legen, weil die Kabeltrommel dann eine breitere Hitbox hat und so weiter. Also das sind dann so ein paar Feinkniffe, um die es jetzt hier eigentlich auch gar nicht geht. Also da gibt es noch Optimierungspotenzial. Ah, okay. Und man hat... vielleicht gerade gesehen. Die Kategorie heißt ja All Levels und die ist ein bisschen verwirrend, weil wir eigentlich gar nicht in jedes einzelne Level reingucken. Entscheidend sind nur diese sogenannten Hub-Levels, also Levels, wie wir gerade hatten, wo wir mehrfach durchkommen. Die müssen alle abgearbeitet werden und wir dürfen nur Codes, wie jetzt gerade auch er bei der U-Bahn eingegeben hat, die dürfen wir nur benutzen, wenn wir sie einmal im Spiel gesehen haben. Das sind so diese Kategorieregeln. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass man das All Levels genannt hat, weil es halt eigentlich nicht stimmt. Oder vielleicht hat es früher mal gestimmt, bevor man dann gewisse Glitches entdeckt hat, ich weiß es nicht. Und es geht Schlag auf Schlag, wir haben schon den nächsten Spielelement hier gerade entdeckt. Es gibt nämlich jetzt Löcher in den Puzzlestücken, mit denen wir quasi beliebig in andere Puzzlestücke quasi reinspringen können. Also eine Tür quasi nicht am Rand, sondern mitten im Puzzlestück. Ah, okay. Und das wird uns später nochmal wieder helfen, weil wir werden auf die schiefe Bahn geraten und wir werden Schlüssel klauen. Auch wenn es die Entwickler so nicht vorgesehen hatten, dass wir das machen, aber wir Speedrunner sind ja eine gewiefte Gemeinschaft. Das ist ein Developer's Nightmare quasi. So ähnlich, genau. Wir haben so ein paar Sachen aus dem Chat waren noch dabei, aber die kann ich da mal vorlesen, wenn ein bisschen Zeit ist. Ja, können wir eigentlich jetzt direkt machen. Achso, okay. Das ist jetzt relativ Leerlauf hier. I'm too old for this. Wollte nämlich mal wissen, wie weit du so grundsätzlich entfernt bist von den Top-Plätzen. Also so zeitlich. Zeitlich? Also bei Any% reden wir von einem Weltrekord von ganz knapp unter 11 Minuten. Mhm. Da bin ich gerade bei 11 Minuten 20. Und ich weiß beim besten Willen nicht, wo ich 20 Sekunden noch rausholen soll. Also, okay. GG hier an, ich weiß, ich glaube, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen einem Kanadier und einem Japaner, genau, Riker. Riker ist hier Nummer 1, der ist also Gott in dem Spiel.
Wie gesagt, es kommt halt drauf an, wie man mit Maus vor allem zurechtkommt, weil man die Puzzlestücke halt wirklich blitzschnell dahin ziehen muss, wo sie hin müssen. Es gibt so ein paar Tricks, man sieht das jetzt hier gleich, weil das ist jetzt eine relativ langweilige man kann diese Kisten zum Beispiel immer wieder loslassen und neu greifen, dann rutscht die quasi immer ein Stück weiter, das ist dann schneller, als wenn man es einfach nur vor sich hinschiebt. Mhm. Das Spiel hat relativ wenig Glitches, sodass man sich mehr oder weniger wirklich darauf verlassen muss, einfach das Spiel gut zu können. Also das klingt jetzt blöd, aber da macht Übung wirklich den Meister, weil man jedes Mal immer wieder ein Stück besser trainierter wird, das Muskelgedächtnis in den Fingern. Das sollte nicht passieren. Da sieht man übrigens Laserstrahlen, es sind gefährlich. Oh, nochmal gestorben. Schön, an der Stelle macht er jetzt, jetzt, wo ich nichts zu erklären hätte. Ansonsten kann ich ja ganz kurz nochmal auf die Aussage von Jerry eingehen. Er hatte nämlich gesagt, er spielt das Spiel selber, wenn auch nicht als Speedrun. Und spielt es halt immer wieder neu durch. Sehr tolles Spiel für kleines Geld. Ja, das sowieso, ja. Also was man daraus bekommt für das Geld ist halt... Dann kann ich nachher noch fragen. Genau, wir nähern uns jetzt hier einem Level. Das werden wir zweimal sehen, weil das erste ist, in dem wir einen Schlüssel klauen werden. Das hat's in sich. Da bin ich jetzt gespannt, wenn er das First Try schafft, dann sind wir hier wirklich auf Bestzeitkurs für ihn. Momentan ist es noch der, in Anführungszeichen, gedachte Weg, wie man das Level vollenden soll. Also wir drücken auf den Knopf, lassen die Kiste nach oben hüpfen, nehmen uns die Kabeltrommel, die Kiste blockiert weiterhin den Laserstrahl und wir können mit der Kabeltrommel aus dem Level rausgehen. Mhm. Auch hier wieder richtig schön gemacht. Über die Fußgängerampel, über die Straße drüber, während der Verkehr unter uns durchrauscht. Ich finde generell, dass das grafisch einiges hermacht durch den quasi Hintergrund. Ja, auch wenn die eigentliche Spielegrafik, also die Panels, auf denen wir spielen im Endeffekt, auch wenn die ja relativ schlicht gehalten sind, aber grafisch macht es trotzdem was her. So, wir haben übrigens gerade ein Déjà-vu, oder zumindest ich. Wir sind wieder in dem Level. Man hat jetzt gerade gesehen, sobald man übrigens eine, weil das ist übrigens auch die erste Idee, die man hat, ja gut, dann bastel ich mir halt meine Puzzlestücke irgendwie so zusammen und entferne einfach irgendwelche Verbindungen und setze sie neu zusammen. Nee, da wird das Level resettet. Mhm. Und hier sieht man jetzt, er hat den Schlüssel genommen. Jetzt nehmen wir den Schlüssel und versuchen beim... Wow, wieder First Try. Also, wow. Ich glaube, ich sollte jetzt bei den nächsten Speedruns auch zuerst mal Chili-Soße nehmen. Scheint zu helfen. Wir haben jetzt den Schlüssel aus dem Level entfernt. Das ist von den Entwicklern so nicht vorgesehen. Schlüssel in dem Spiel dienen aber im Prinzip, also das sind Generalschlüssel, die wirken für jede Tür. Ah, okay. Und wir machen jetzt hier die Tür auf, die wir ansonsten erst aufmachen könnten, wenn wir nochmal ein neues Level machen. Das heißt, wir haben hier Zeit gespart. Und jetzt kommen wir zum nächsten Level, das wir auch doppelt besuchen werden. Wir müssen nämlich wieder Schlüssel klauen. Wir haben es irgendwie, sind auf den Geschmack gekommen, was Schlüssel klauen angeht. Und das hier ist eins meiner Lieblingslevel, weil hier sieht man richtig schön, wie die Spielelemente funktionieren. Mhm. Man muss immer wieder, also man hat einen Knoten im Hirn, man muss immer wieder runter, hoch, durch die Türen, wieder in andere Levels, wieder nach unten, wieder nach oben. Also es ist richtig, richtig schön. Mhm. Geht mir auch nach dem 100. Mal noch das Herz auf bei dem Level. Ich glaube, wenn man so auf PB-Jagd ist oder sogar WR-Jagd, ist die Stelle auch ziemlich anspruchsvoll, weil man halt so viel hin und her schieben muss, ne? Man kann sich sehr schnell verklicken oder genau. Man aus Versehen zwei Puzzleteile übereinander und muss sie wieder auseinander. So, hier sieht man jetzt, er hat den Schlüssel geklaut. Und eigentlich ist es auch nicht vorgesehen, dass man jetzt quasi an den Anfang von diesem Puzzlestück wieder hinspringen kann. Da waren die Entwickler ein bisschen zu... haben sie nicht damit gerechnet. Mhm. Und der Schlüssel ist jetzt unser neuer Companion Cube sozusagen, also jeder, der Portal gespielt hat. Der Schlüssel wird uns jetzt lange Zeit begleiten, den werden wir immer mit uns rumtragen. Mhm. Und auch wenn es Zeit kostet, den werden wir jetzt die ganze Zeit wie ein Companion Cube mit uns weiternehmen. Denn wir gehen jetzt wieder zurück zur U-Bahn. Wir haben den nächsten Code, beziehungsweise wir sehen ihn gleich. Hollister hat den vorher schon eingestellt. Einstellen dürfen wir dürfen ihn halt nur nicht benutzen. Mhm. Und wir sind jetzt fertig mit Downtown. Jetzt geht's zur Universität. Also alle Stifte raus. Ach, oh. Das ist prüfungsrelevant. Genau. Ah, das ist prüfungsrelevant. Ich finde übrigens auch so diese kleinen Sachen,
im Hintergrund oder in der Umgebung dieses Hula-Hoop-Mädchen zum Beispiel da eben in der U-Bahn. Sowas finde ich auch ganz interessant. Ich wette, da sind auch irgendwo ein paar Easter Eggs versteckt. Es gibt ja noch eine weitere Kategorie, die nennt sich... Ah, hier macht er auch wieder den Safe Strat. Na gut. Wenn man hier schnell ist und wirklich von Levelbeginn an durchgeht, dann kann man diese Laserstrahlen einfach dadurch umgehen, dass man genau zwischen den Zyklen hin und her springt. Ah, okay. Wenn es schief geht, muss man halt neu anfangen. Ist jetzt hier nicht so der große Zeitverlust, aber gut, ich verstehe es, dass er natürlich jetzt auf Nummer sicher gehen möchte. Mhm. Er hat ja auch genug Zeit. Eben. Also er hat auch vor allem genug Zeit gespart mit seinen ganzen First Tries vorher. Nee, ich wollte noch sagen, also es gibt da noch eine weitere Kategorie, die nennt sich 100%. Und dieses Spiel hat versteckte Levels, die man ganz, die man aufs erste Mal auf jeden Fall nicht sehen wird. Und erst wenn man weiß, wo man hingucken muss, sieht man, wo die versteckt sind. Ah. In diesen versteckten Levels kann man Hüte für seine Figur holen. Okay. Und die dann mit Druck tragen. Also zum Beispiel einen Astronautenhelm oder einen Pferdeschwanz oder auch einen antiken Römerhelm und sowas. Okay. Also da haben sie auch Sachen versteckt. Bringen die Sachen oder die Hüte denn spielerisch irgendwas? Oder ist das einfach nur... Das ist nur eine Gaudi. Okay. Das ist übrigens auch so ein Puzzle, wo man lange braucht, bis man mal die Route hat und weiß, was man wie verbindet. Speedrunner, oder in einem Speedrun sieht es natürlich deutlich einfacher aus, als es im Endeffekt ist. Ja, aber ich meinte das vorhin schon ernst, als ich gemeint habe, das ist relativ einsteigerfreundlich für Speedruns. Also ich habe nicht so lange gebraucht, um die Puzzle mir zu merken. Also es geht. Oder ich bin einfach nur talentiert, aber das glaube ich nicht. Ich habe übrigens gelogen, als ich gesagt habe, der Schlüssel wird uns die ganze Zeit begleiten. Also nein, wir haben ihn in der U-Bahn zurückgelassen, aber ich glaube, da geht es ihm gut. Okay. Er kann sich ja mit dem Hula-Mädchen unterhalten. Genau. Ja, ich glaube, das ist so ein Spiel, wenn man es so auch casual, keine Ahnung, ich sag mal 3-4 Mal durchgespielt hat, ich glaube, dann ist man von vornherein schon ziemlich bereit für einen Speedrun, weil man dann ja die meisten Sachen soweit schon kennt. Dann geht es halt nur noch um so ein paar Optimierungen. Genau, und man muss halt, also man auf die Glitches kommt man halt nicht von alleine. Also übrigens an der Stelle jetzt mal, weil ich kann das mal im öffentlichen Raum sagen, ein ganz großes Lob an alle, die in den... nicht unbedingt die Runner selbst, sondern die Routen sich überlegen und Glitches finden und mächtig Zeit rein investieren, solche Sachen zu suchen und zu finden. Das ist unglaublich, was da auch in anderen Spielen passiert. Das ist also eine Frage, die bei uns öfter gestellt wird. Wie kommt man auf sowas? Ja, es gibt halt Leute, die suchen explizit danach. Und das müssen nicht mal unbedingt Speedrunner an sich sein. Genau. Hier hat man übrigens wieder gesehen, wie wir durch den Laserstrahl durchkommen mit unserem Schlüssel auf dem Rücken. Ich überlege gerade, das war es, glaube ich, das letzte Mal. Also den Rest müssen wir jetzt so schaffen. Es gibt noch einen ganz großen Glitch am Ende. Da muss er 2-mal das Spiel neu starten. Oh, okay. Ich weiß nach wie vor nicht, warum man das erste Mal das Spiel neu starten muss. Ich weiß nur, dass man es muss. weil ansonsten gewisse Kollisionen nicht funktionieren. Aber da kommen wir später noch zu. Okay. Du hattest ja vorhin schon so ein bisschen von den anderen Kategorien geredet. Und was ich mitbekommen habe, Any% dauert im Weltrekord 11 Minuten und du hattest 11:20, glaube ich, ne? Genau, ja. Also nochmal um einiges kürzer. Und 100%, wie lange sitzt man da speedrun-technisch? Ungefähr. Das ist gar nicht mal so viel länger wie jetzt zum Beispiel All Levels, weil diese Bonus-Level, das sind 4 Stück, da ist man relativ schnell durch. Ah, okay. Da ist es so 35 Minuten rum. Oh, okay. Gerade mal spickeln, aber also Weltrekord ist 31 Minuten, aber ja gut, Weltrekord. Da sieht man, also Weltrekord für All Levels ist 30 Minuten 16 und Weltrekord für 100% sind 31 Minuten 50. Also da ist nicht so viel dazwischen. Boah, 1,5 Minuten, das ist wirklich nicht viel. Ich habe die auch mehr oder weniger parallel gelernt, die Kategorien. Oder beziehungsweise ich habe 100% gemacht und dann lässt man halt die Bonus-Level weg und hat All Levels. Also. Okay. Also es ist eigentlich ganz praktisch, 100% zu lernen, weil man dann ganz schnell auch auf All Levels umsteigen kann. Genau. Ich mal behaupten. Im Prinzip auch auf Any%, weil Any% lässt halt einfach nur viele Stellen weg, weil man die Codes dann halt schon vorher benutzen kann und einfach ganz große Teile vom Spiel einfach so skippt. Das kann man auch casual. Ah, okay. Das Spiel ist nicht... verbietet einem nicht, Codes zu benutzen, also die sind immer die gleichen, verbietet einem nicht, die Codes schon zu benutzen, die man ja später im Spiel erfahren würde.
Hier ist jetzt übrigens die Stelle, wo wir immer wieder den Schlüssel mitnehmen müssen. Wir müssen ihn ablegen, müssen das Puzzle machen, müssen ihn wieder aufnehmen, nicht vergessen, weiter geht's. Wir kommen jetzt gleich zu meiner absoluten Hassstelle. Ich glaube, die mag niemand und die ist jeder froh, wenn man das First Try schafft, muss man sich echt am Riemen reißen, dass man sich weiter konzentriert. Hier sind wir. Ist das die hier? Oh, wow. Wir müssen den Schlüssel mitnehmen, immer im Kopf behalten, wir müssen den Schlüssel mitnehmen und der Ausgang liegt da oben. Das heißt, wir müssen sowohl die Kiste als auch den Schlüssel da irgendwie hochkriegen und müssen jetzt so ein kleines Türmchen bauen, das da auf dem Trampolin springt. Und jetzt müssen wir von der Plattform runterspringen, beim Runterspringen den Schlüssel nehmen, wieder... Was macht der denn? Wenn der... Ich muss ja gleich gucken, was meine Bestzeit ist. Es wird gefährlich. Stimmt. Das war... Ja doch, das war noch, bevor wir hier in dem Talk-Channel drin gewesen sind, da hatten wir uns drüber unterhalten. Räubersch hatte nämlich erzählt, dass er froh ist, endlich mal bei so einem Event jemanden zu haben, der eine schlechtere Zeit hat als genau. Räubersch selber. Ja, das kann sich vielleicht jetzt ändern. Ja, sowohl er als auch ich haben noch keine offizielle Zeit auf dem Leaderboard, weil unsere beiden Runs noch pending sind, aber so jetzt, wie gesagt, er hat das First Try geschafft, deswegen ich hatte eigentlich auch wieder gehofft, da längere Zeit zum Erklären zu haben. Also die Schwierigkeit besteht halt darin, man muss von der Plattform runterspringen. Man hat eine gewisse Zeit, noch in der Luft Zeit, nochmal springen zu drücken und er macht dann quasi in der Luft nochmal einen Jump. Physikalisch natürlich ein Schwachsinn, aber in dem Spiel funktioniert's. Und wir müssten quasi, während der Schlüssel uns entgegenkommt, müssen wir runterspringen, den Schlüssel nehmen und dann wieder springen und dann wieder auf die Plattform kommen. Und das ist Harakiri, ob es funktioniert oder nicht. Wenn es halt nicht klappt, wir kommen nicht wieder hoch, wir müssen das Level dann resetten. Also das ist, da geht richtig Zeit verloren, wenn es schief geht. Wie viel Zeit wäre das so ungefähr? Hast du das jetzt im Kopf? Das sind bestimmt 10 Sekunden pro Versuch und okay. Wenn man da 3-4 Versuche braucht, dann ist die Bestzeit normalerweise weg. Du runnst ja jetzt mehrere Kategorien hier in dem Spiel. Was ist deiner Meinung nach die beste Kategorie? Oder ich frage mal anders, was ist deine Lieblingskategorie? Lieblingskategorie würde ich sagen, ist 100%, einfach weil die Hüte so unglaublich süß sind und jedes Mal, wenn man die aufzieht, ist es toll, mit sowas rumzulaufen. Mhm. Von der Intensität her Any Percent, weil da geht es einfach um Zehntelsekunden, da ist keine Zeit mehr zu überlegen, da rauscht man einfach durch. Das hier finde ich übrigens auch gerade interessant, wir müssen halt das ganze Panel immer wieder verschieben, weil auf allen vier Seiten halt so ein Stromzugang ist. Wir müssen halt immer den richtigen quasi aktivieren. Und es ist halt auch ein richtig, also das hat so, es hat fast schon was Rhythmisches, wenn man dann immer wieder pausiert, verschiebt. Mhm. Also es macht auch richtig Spaß, das Level. Beim Verschieben bleibt ja die Zeit in dem Panel an sich stehen, ne? Sobald man in den Baumodus geht, bleibt die Zeit stehen, genau. Oder also so, auch die Figur wird da eingefroren, wo sie gerade ist, in der Luft. Das wird später nochmal interessant, das nutzen wir nämlich aus. Ja. Es kommt sowieso am Ende noch ein Aha-Erlebnis, das man hat, wenn man das Spiel casual spielt. Also alle, ich würde jetzt gerade sagen, alle, die das Spiel selbst noch spielen wollen, müssen dann wegschalten. Aber nein, bleibt dran. ich sag's mal so, das Spiel bleibt nicht 2D. Oh, das finde ich interessant. Also das Spiel bleibt 2D, aber der Hintergrund wird auf einmal zum Vordergrund. Und ihr lasst euch überraschen. Okay. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wir sind übrigens an der Universität auch schon vorbei. Wir waren jetzt auch schon in der Innenstadt. Wir sind wieder in einem Lagerhaus. Da scheint es uns irgendwie zu gefallen. Es gibt jetzt eine neue Spielmechanik, nämlich diese Farbeimer, die diese Puzzlestücke einfärben. Und sobald die eingefärbt sind, bleiben Verbindungen und alles, was man in diesen Puzzlestücken gemacht hat, bei einem Reset von dem Level erhalten. Das heißt, wir spielen jetzt tatsächlich noch eine Ebene höher. Wir müssen jetzt gewisse Verbindungen trennen und wieder neu machen, aber andere eben behalten. Okay. Und Casual ist das vor allem der Punkt, wo man dann doch länger braucht, um die Puzzles zu lösen. Jerry hat ja auch gerade geschrieben, ja, dieses Aha-Erlebnis, zu genial. Ja. Es ist halt am genialsten, wenn man selbst drauf kommt. Da werde ich euch jetzt leider enttäuschen müssen. Das kann ich nicht unerwähnt lassen, sonst versteht man nicht, was passiert. Die Codes, die man hier eingeben muss, die sind immer dreistellig, oder? Die sind immer dreistellig, ja. Die stehen auch, also die sieht man dann auch, weil sie irgendwo am Rand stehen oder so.
Genau. Das ist natürlich hier. Mir ist es bei dem 399 eben aufgefallen, deswegen. Ja, ja. Gibt es da den Code 451? So rein Interesse halber? Weißt du das jetzt aus dem Kopf? 451, nee. Nee? Ah, schade. Wäre nämlich ein Easter Egg gewesen. Ich muss tatsächlich zugeben, dadurch, dass ich ja die Speedruns immer mit Live-Split und sowas mache und mir da in die einzelnen Splits die Codes reingeschrieben habe, ja. Bin ich tatsächlich gar nicht so fest darin, die einzelnen Codes zu kennen, weil ich da quasi immer spickel und man kennt das ja wie beim Navi. Sobald man spickelt, hört man auf, sich Sachen zu merken. Genau. Ja, wozu auch, ne? Man braucht es sich ja nicht mehr merken eigentlich. Genau, ja. Ist natürlich dann ein bisschen ungünstig, wenn man sowas zum Beispiel auf einem Event zeigt, wo man dann keine Splits hat. Genau, weil dann kann man sich das notfalls auch so aufschreiben irgendwie. Also ich denke mal, da gibt es auch Varianten und Lösungen. Wie man postet an Monitor. Oder so, ja. Ich würde es wahrscheinlich ja noch aus dem Kopf bekommen, gesagt bekommen, aber bevor ich mich aus dem Fenster lehne, kann nur schief gehen. Genau. Ist auch irrelevant. 772 ist die, um zum Letzten zu kommen. Das kenne ich noch auswendig für die ganzen Any%. Na, okay. Kann nicht wundern, dass jetzt hier die Figur rot blinkt. Dieses rote Blinken ist normalerweise ein Anzeichen dafür, dass man aufpassen muss, weil jetzt gleich die Figur resettet wird. Wenn man zu schnell ist beim Umlegen von den Verbindungen, dann meint das Spiel noch, es müsste uns warnen, aber es passiert eigentlich nichts. Es ist ein kleiner Bug, ist es in dem Fall nicht, aber ist nicht weiter von Relevanz. Okay. Haben wir jetzt gerade einen Schlüssel wieder geholt, wenn ich das richtig gesehen habe? Ja, den brauchen wir jetzt aber gleich, um wieder unten die Tür aufzumachen und den Schalter umzulegen. Kleines, was hat sich verändert, Spiel. Oben ist jetzt die Plattform nämlich halbdurchlässig geworden, sodass wir da jetzt drauf stehen können. Ja, ich habe lange gebraucht, um zu raffen, wofür eigentlich der Schalter da unten war. Weil da achtet man zuerst gar nicht drauf. Ja, klar. So, und jetzt wird spannend. Jetzt gibt es ein Reset. Und das ist wieder so ein Hub-Level. Das heißt, wir müssen zum richtigen Ausgang raus und zum richtigen Eingang rein. Richtigen Eingang rein haben wir schon geschafft. Wir werden aber alle Abzweigungen, die es hier gibt, ignorieren und bauen uns jetzt eine kleine Komponentenpyramide. Okay. Und also wer Zirkusartist werden möchte, hier kann man ein bisschen mit Komponenten auf dem Trampolin spielen. Im Prinzip ist es egal, welche man da jetzt nimmt, um den Turm zu bauen. Wir brauchen aber drei Komponenten, sodass wir quasi die vierte auf diesen Turm drauflegen können und die vierte dann in dieser Plattform oben reinklitscht. Und damit überhaupt dieses Reinklitschen funktioniert, muss man am Anfang dieses Level resetten, weil ansonsten tut das nicht. Warum das hier der Fall ist und bei dem Subway-Skip am Anfang nicht, weiß ich nicht. Aber hier wird es jetzt interessant. Wir müssen jetzt genau die richtige Stelle treffen. Das war zu weit links. Na, mal gucken. Ja, wir müssen jetzt quasi zwei Objekte hier reinklitschen und müssen bei der mittleren Plattform beim Runterspringen wieder nach oben springen, sodass wir in das erste Element reinkommen. Und dann aber das zweite brauchen, um weit genug nach links zu kommen. Oh, er hat es tatsächlich geschafft. Oh, ja. Um in die Plattform reinzukommen. Und jetzt müssen wir nochmal das Spiel neu starten, weil jetzt das Spiel als Autosave, also das Spiel permanent, speichert permanent Autosaves, jetzt uns repositioniert, nämlich auf die Plattform oben drauf, weil ansonsten kämen wir da jetzt nicht mehr raus. Ah, okay. Ja, stimmt, wir stecken da so ein bisschen in der Plattform jetzt drin. Genau. Also die Kollision, sagen wir mal, die Kollision ist zur Hälfte ausgeschaltet. Ah, okay. So, und jetzt haben wir das Level erfolgreich geschafft und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir da sparen, aber wir müssten ansonsten in drei andere Levels nochmal rein. Also das ist ein Must-Have, wer hier auf Bestzeiten gehen möchte. So. Ja, und damit sind eigentlich die größten Herausforderungen von dem Run erledigt. Wir stellen jetzt noch den letzten Code ein. Der ist einfach zu merken. 444. Ah, oh, okay. Lassen auch das schlechte Wetter hinter uns. Waren ein letztes Mal im Aufzug. Hören ein letztes Mal die schönsten Aufzug-Songs. Und wie war deine Zeit in der Kategorie jetzt nochmal? Hast du, glaube ich, vorhin genannt, ne? In der Kategorie, nein, warte einen Moment. So, machen wir danach. Jetzt ist es erstmal relevant. Wir haben jetzt alle Komponenten von unserem Gameboy. Und jetzt drücken wir auf den roten Knopf und wir steuern jetzt nicht mehr die Figur, sondern den echten Menschen. Ah, okay, das war das, was du vorhin meintest, ne?
Nein, noch nicht. Ja, aber es baut sich langsam auf. Also wir sind jetzt tatsächlich in der 3D-Welt unterwegs. Das ist schon mal der erste Clou. Und wir sind auf den Hochhäusern, auf den Dächern oben drauf. Und ich möchte an der Stelle nur sagen, es sind 4 Hochhausdächer, die verbunden sind mit kleinen Brücken. Mhm. Und wir haben hier ein Pinboard mit 4 Blaupausen, die mit Verbindern ausgestattet sind. Und hier gibt es dann den Mindblow-Effekt zwischen, was wir hier vertikal haben wir in der echten Welt horizontal. Oh, okay. Wir bauen uns nämlich jetzt mit unserer kleinen 2D-Figur den Weg für unsere 3D-Figur. Und alles, was wir übrigens hier, Achtung, Wet Floor, nein, das ist unsere Spielfigur, die in der 3D-Welt hier markiert wird. Mhm. Wir bauen uns jetzt in der 3D-Welt die Kisten so hin, wie wir es in der 2D-Welt brauchen. Und in der 2D-Welt öffnen wir Türen für die 3D-Welt. Und das ist einfach mindblowing, wenn einem das zum ersten Mal klar wird, was hier eigentlich passiert. Das ist aber echt cool. Das ist ein richtig genialer Kniff. Mhm. So, hier pausieren wir die Figur mit dem Schlüssel auf dem Rücken in der Luft, weil jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Gimmick, das hier passiert. Ich habe da schon so eine Ahnung. Ja, es wird... Ich hätte einen Fehler machen, unten rumzulaufen aus Gewohnheit. Macht man das bei Any% unten rumlaufen? Oder was meintest du mit Gewohnheit? Nee, weil man die ganze Zeit hier in dem Level sonst immer unten rumläuft und das ist die einzige Stelle, wo man oben rumlaufen muss und aus Gewohnheit läuft man dann doch meistens unten rum erstmal. Genau, wir haben jetzt die Kiste oben hingelegt, die wird aufgrund der Gravitation nach unten fallen und uns ein Podest bieten. Der Schlüssel war ja noch oben eingefroren, den haben wir quasi jetzt in der echten Welt genommen und weggelegt, quasi für ihn nach oben gelegt. Und mit dem Schlüssel hat jetzt die 2D-Figur hier die Tür aufgemacht und wir können jetzt durchlaufen. Und das ist einfach super, wie wir hier quasi in der echten Welt die Kiste einfach auf den Boden legen und in der 2D-Welt wird durch die Gravitation die Kiste wieder nach unten fallen. Es ist einfach super. So, und wir sind jetzt in unserem Apartment angekommen. Wir sind natürlich umweltbewusst und haben den Strom ausgeschaltet, deswegen müssen wir ihn kurz wieder anschalten. Wir sind direkt schon fast am Ende vom Run. Eine letzte Tür müssen wir öffnen. Im 2D, die uns hier in 3D die Tür öffnet und wir haben jetzt den langen Gang. Und jetzt wird wieder das Boot aus dem Büro am Anfang des Bildes relevant. Denn wir haben es geschafft, wir können jetzt endlich in den Sonnenaufgang rudern. Ah, und da haben wir Time. Und das ist eine phänomenale. Er hat seine persönliche Bestzeit um 2 Minuten verbessert. Echt? Wow. Und ich muss jetzt tatsächlich mal kurz gucken, was meine Bestzeit war. Das könnte nämlich... ich bin jetzt hier auf dem Rechner nicht angemeldet bei speedrun.com, was irgendwie so kurz... So, ansonsten kann ich selber schnell gucken. Achso, nee, ich sehe das ja nicht, ne? Der ist ja noch pending, der Run. Richtig, der ist noch pending. Ja, okay. Ich habe eine 31,42. Okay, ich bin noch okay. Ja, also, Wahnsinn. Pollister, GG, das war super. Hat alles so eigentlich geklappt. Wenn er jetzt noch die Safe Strats weglässt, muss ich gucken, dass ich wieder ein paar Runs mache, dass ich wieder vor ihm bin. Ich wollte gerade sagen, dann wird schon ein bisschen eng. Ja, aber war echt ein schöner Run, war ein sehr interessantes Spiel auch, das ich so gar nicht auf dem Radar hatte. Ich glaube, ich habe den Namen irgendwann mal gehört, aber mehr wusste ich jetzt davon nicht. Umso schöner, wenn man solche Videospielperlen auch kennenlernt. Genau. Also noch kurz angemerkt, ich glaube, das Spiel... Es kam 2020 raus, erstmal für PC und ist dann nach und nach auf Konsolen gewandert. Mhm. Ich weiß nicht, wie der letzte Stand ist. Es sollte auch mal für Switch erscheinen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie da der Stand ist, aber kann man sich ja in den entsprechenden Shops mal danach suchen. Genau. Lohnt sich auf jeden Fall, wahrscheinlich auch mit Controller zu spielen. Für Speedruns ist natürlich die Maus bevorzugt, wegen den ganzen Puzzleteilen, die man hin und her ziehen muss. Genau, wollte ich gerade sagen. Jerry hatte noch geschrieben, beim ersten Mal auf den Dächern, als ich drauf gekommen bin, was da abgeht, war ich einfach nur hyped. Ich glaube, das ging dir auch so, ne? Ja, es ist so mindblowing. Ich möchte nicht sagen, mir kamen die Tränen, aber es ist so selten, dass solche... Ich weiß nicht, also ich finde, Spiele sind mittlerweile so ein bisschen Mainstream geworden. Alle Plattformen, auch wenn sie verschiedene Sachen ausprobieren, sind dann doch irgendwie das Gleiche. Und ich fand beim Pedestrian einfach so dieser Wechsel zwischen 2D und 3D und dass man das so miteinander verbindet, das war einfach so für mich völlig neue, völlig neue Idee, die halt richtig eingeschlagen hat.
Sind das hier Backer? Also ist das irgendwie über Kickstarter oder dergleichen entstanden, das Spiel? Das, weißt du das? Müsste so gewesen sein, ja. Ah, okay. Dass es so viele Namen sind, ich glaube nicht, dass so viele Leute am Spiel mitgearbeitet haben. Deswegen. Also ich habe erzählt, es sind drei Kategorien, eigentlich sind es vier Kategorien. Es gibt noch Demo-Percent. Es gab nämlich noch einen Prototypen von dem Spiel, der noch sehr hakelig war, aber das Prinzip hat man schon gesehen. Mhm. Deswegen, ich glaube schon, das war Kickstarter und dann gab es wahrscheinlich einen Prototyp, wo die Leute schon dran spielen konnten und die Idee verstehen konnten. Ist der Prototyp noch erhältlich, weißt du das? Der ist noch erhältlich, ja. Ah, okay. Ich habe den auf legalem Wege irgendwo runtergeladen, frag mich gerade nicht wo. Ich glaube, auf der offiziellen Seite müsste es den noch geben, ansonsten ist der, glaube ich, auch auf speedrun.com in den Guides verlinkt. Ah, okay. Ich glaube, irgendwo da müsste er sein, da habe ich, glaube ich, hier den Link. Also der ist noch zu haben. Okay. Ist er noch nicht so ausgelebt, diese Kategorie, also wer damit anfangen möchte, gerne. Vielleicht mache ich das auch nochmal irgendwann, nur um die Collection voll zu haben. Ach, da kommen jetzt auch nochmal Kickstarter-Bäcker. Okay, dann weiß ich nicht, was das oben für eine Liste war. Vielleicht irgendeine andere Funding-Plattform. Wer weiß. Kann sein. Müsste ich mich informieren. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Erstlingswerk von dem, den Entwicklern. Ich glaube, es kam bisher auch kein weiteres. Also echt schade. Ich kann es verstehen, weil nochmal so einen Klopfer rauszuhauen, ist natürlich eine Latte, die hochgelegt ist. Mhm. Aber für ein Erstlingswerk, wow. Ja. Also sieht auf alle Fälle sehr interessant aus. Ich werde definitiv mal gucken. Moment, oh, jetzt hätte ich einer unseren Stream ausgemacht oder zugemacht. So, ich will das mal kurz raussuchen. Also auf Steam raussuchen und dann werde ich mir das wahrscheinlich auch holen. Das sah nämlich tatsächlich sehr interessant aus. Destrian. Ja, habe ich richtig geschrieben. Achso, da ist es auch schon. Gibt es noch. Achso, nee, ich habe gerade nur einen Countdown gehört und dachte, die zeigen jetzt nochmal irgendwas. Ja, es scheint, ich weiß nicht, ob das Incentive, aber es scheint jetzt auf den Geschmack gekommen zu sein, dass noch mehr Runner wahrscheinlich sich die Chili-Soße reinhauen wollen. Es ist anscheinend, hat sich rumgesprochen, dass es für persönliche Bestzeiten sorgt. Ja, gut, ich werde natürlich jetzt auch gleich frühstücken und ein bisschen Pedestrian spielen. Okay. muss mal gucken, ob ich irgendwo Chili-Soße. Ich sehe übrigens gerade, vielen, vielen Dank, Maggot, für den Shoutout. Freut mich. Ich gucke gerade, ich finde den Pedestrian Soundtrack auf Steam. Das Spiel selber aber irgendwie nicht. Also wenn ich raufgehe, komme ich zur Pedestrian Deluxe Edition. Deluxe Edition? Ja. Pedestrian Soundtrack und Pedestrian Digital Artbook. Ich kann an der Stelle noch sagen, für alle Speedrunner wäre es wahrscheinlich besser, sie kaufen sich's auf GOG, weil da das Beenden und Neustarten vom Spiel schneller geht als bei Steam. Vor allem, wenn man bei Steam irgendwie Cloud Save oder so anhat, ist das eine schlechte Idee. Deswegen, es gibt es auch auf diversen anderen Plattformen wie Steam. Übrigens, aber es müsste es eigentlich auf Steam geben. Also. Ja, gibt es auf Steam. Ich musste halt, also wenn ich The Pedestrian eingegeben habe in die Suche, habe ich nur einen Soundtrack gefunden. Von dort aus konnte ich ein bisschen runterscrollen. Da wurde die Deluxe Edition angeboten. Und dort konnte man die einzelnen Sachen anklicken. Unter anderem The Pedestrian an sich. Okay. Kostet 16,79 €. Die Deluxe Edition ist im Moment sogar im Angebot. Kostet jetzt aktuell 20,13 €. 10% Rabatt drauf. Ja, also ist wirklich nicht viel Geld für so ein schönes Spiel.